Im ehemaligen Gesindehaus können die Kellys ihre Bodyguards unterbringen oder auch ein Studio bauen. Ob sie das Schloss aus dem 17. Jahrhundert wirklich beziehen dürfen, wird erst am 15. Juli entschieden. Der jetzige Besitzer will eigentlich 20 Millionen Mark herausschlagen. Bei der Eröffnung von Schloss Gümnich ist die Kelly-Family jetzt in die herrschaftlichen Räume ihres Schlosses eingezogen. Immer wenn die neunköpfige Kelly-Family in Deutschland und Europa unterwegs ist, wollen Sie das 23-Zimmer-Anwesen als Hauptquartier nutzen. Anfang Oktober stellten die Kellys auf Schloss Gümnich ihr neues Album From Their Hearts vor, das am 2. November erscheint. Uns zeigen die Kellys in einer der nächsten Sendungen, wie sie dort leben. Na, hoffen wir, dass es auf dem neuen Kelly-Schloss nicht spukt. Über die Jahre hat sich das alles aufgebaut, haben wir unsere Firma hier in Köln gegründet und dann das Boot hier rübergebracht. Und alles ist irgendwie von Köln aus, ist alles irgendwie, ist der Erfolg gekommen. Ne? Das war unsere Zentrale. Und deswegen fanden alle das gut, hier unsere Zentrale zu gründen. Mit diesem Schloss, was wir alle verlieben. Seit dem 1. Oktober diesen Jahres haben die 5000 Einwohner des kleinen Ortes in der Nähe von Köln neue Nachbarn. Die Kelly Family. Hinter diesem Tor beginnt das Anwesen des ehemaligen Gästehauses der Bundesregierung. Für 13 Millionen Mark ging das Wasserschloss Gümnich in den Besitz der Kellys über. Das 240 Jahre alte Gebäude ist Berühmtheiten gewohnt. In den 70ern beehrten Gäste wie Queen Elizabeth, der sowjetische Premierminister und der amerikanische Präsident Ford das Schloss. Es ist ein bisschen gemütlich gemacht hier im Kaminzimmer. Und warum wir euch heute ja hier besucht haben, ist, es gibt zwei richtig große Gründe zu feiern. Ihr habt zum einen euer neues Album rausgebracht und habt aber auch dieses wunderbare Schloss hier erworben und seid gerade auf Schloss Gümnich eingezogen. Habt ihr trotzdem ganzen Aufregung der letzten Wochen überhaupt schon Zeit gehabt, euch einzuleben? Ja, es ist viel passiert. Ne? Das Album zu Ende, das war erstmal eine große Last, also von den Schultern, weil es waren 8 Monate Aufnahmen. Und wir sind sehr stolz, wir denken, das ist unser bestes Album. Und dann das Schloss, das war ein bisschen vorher, das hatten wir alles gekauft. Und wir mussten aber erst noch ein bisschen einziehen, hatten uns über die Zimmer gestritten. Wie war das mit den Zimmern? Also Angelo hatte erst die Reagan Street, aber jetzt liegt da oben ganz... Botschafter-Suite. Ja. Botschafter-Suite. Ich habe hier schon King Silvia oder sowas gesehen. Die ist ganz, ganz süß. Also die kleinste von den Größen an der Liste. Okay. Eine der kleinsten, aber die ist so groß. Und auf jeden Fall. Ja, aber das ist ganz komisch. Man entdeckt jeden Tag ein neues Zimmer. Also heute habe ich auch so. Ihr wechselt da ständig noch mit dem Zimmer? Nein, aber einfach, wenn man hier, das ist so groß, die das Gelände und die ganzen Gebäude. Werdet ihr jetzt hauptsächlich hier auf das Gümnich sein? Wenn wir auf Tour sind, ja. Aber wenn wir ein bisschen mehr Freizeit haben, dann hauen wir nach Irland ab für ein bisschen Friede. In ihrem neuen Zuhause, Schloss Gümnich, können die Kellys vor allem eines: ungestört spazieren gehen. Das parkähnliche Grundstück ist unglaubliche 300.000 Quadratmeter groß. Das entspricht etwa 40 Fußballfeldern. Ja, hier auf dem Baum haben sich irgendwelche Verliebte eingetragen. Parker, also Heinrich Kelly. Quack, quack, quack. Komm, essen, komm, quack, 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 quack. Die Bootsmitte begeben und hoffen, dass wir nicht untergehen. Schaut ihr euch doch einfach noch einen Ausschnitt aus dem Kölner Konzert an, und zwar One More Song. Bis später, hoffentlich. Aber